Ja, hallo. Ihr seht richtig, Idengroff TV hat sich mit den Sims 4 verbündet. Und ja, es ist für mich blind, also die Sims nicht, aber Sims 4. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal ein bisschen umschauen, wie wir hier machen. Persönlichkeit, hier ganz viele das Geschlecht, Alter, Beziehungs- und andere Aspekte deines Sims bestimmen. Weiblich, männlich. Okay. Aha. Weil ist das klar, warm, brüchig. Wähle ein Bestreben. Standardgangart. Oh Gott, oh Gott. Schleppender Gang. Federnder Gang. Ja. Aha. Oh. Stolzer Gang. Okay. Warum ist das? Malfoy, Mephose. Skimbo, Unabla. Missikoi, Poliva. Ich glaube, der Klang der Stimme ist das. Bestreben. Ein Bestreben ist das lebenslange Ziel eines Sims. Klicke auf den Bestreben-Button, um eine Auswahl zu kriegen. Oder zu treffen. So, so. Liebtheit. Devianz. Bonusmerkmal. Niederträchtig. Niederträchtige Sims werden stärkere und erfolgreiche gemeine Interaktionen an. Ach, wenden. Essen, Liebe, Vermögen, Sport. So, unser Sim ist erstmal ein Familienmensch. Große glückliche Familie oder erfolgreiche Abstammung. Dieser Sim möchte eine Familie haben, die im Leben erfolgreich ist. Dieser Sim möchte einen großen, liebevollen Haushalt gründen. Aber das... Bonusmerkmal. Dein Sim hat ein Bonusmerkmal erhalten, da er ein Bestreben gewählt hat. Fahre über das Bonusmaterial, um mehr darüber zu erfahren. So, häuslich. Die Familienbande häuslicher Sims werden schneller fester. Merkmale bestimmen das Verhalten und die Wünsche deines Sims. Klicke auf den Button, um Merkmal auszuwählen. Was? Button? Button? Ach, Merkmale, da. Was haben wir denn hier? Emotionen. Ja, Lifestyle. Oh, er ist ein kleiner Chaot. Noki Sponei. Zu einem Genießer. Ups. Ferkel. So. Einen können wir noch. Aus den Gestalten. Naja, aber da waren wir noch. Was haben wir denn hier? Bro. Können andere Bros brüderlich umarmen. Die Gesellschaft von anderen Bros verleiht ihnen Selbstsicherheit und sie tanken Energie, wenn sie Sportsendungen sehen. Oh Mann, ja gut, wie gesagt, der ist erstmal familienbewusst. Very neu. So. Uiuiui. Was haben wir denn hier alles? So, Jacken, T-Shirts, Pullover. Enthält neue Objekte. Tanktops. Mhm.
hier. Oh. Ja, ja, wohl genährt. Nee, 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 nee. So. Da hier, Körper. Uff. Hm. Was haben wir hier? Darth Vader? Hä? Hallo? Probiere diesen Style. Alltagskleidung. Ja, genau. Alltagskleidung, Darth Vader. Vorgefertigte Looks. Ja, geil. Abendkleidung. Sportkleidung. Nacht. Augen. Ach, Ausgekleidung. Holla. Bleiben wir bei dem. Okay, Schuhe noch was wechseln. Turnschuhe. Wie keine Ergebnisse. Ah. Turnschuhe. Wieso hast du jetzt das Ding wieder an? Solltest du doch gar nicht anhaben. Da war's doch. So, einen Namen brauchen wir noch. Ganz klar. Ist ja wohl. Aiden. Und. Croft. So. Was haben wir hier? Rückgängig machen zur Galerie. Zufällig aus Galerie wählen. Ich werde Haushalt speichern. Da wollte ich gerade hin. Warum hat er die jetzt? Das ist doch scheiße. Ich habe doch nicht gesagt, du sollst die Kleidung tragen hier. Alltagskleidung. Genau, Leute. So. Aha. Das sieht doch schon anders aus. So, Kommentare. Nein. Was ist das? Haushalt in meine Bibliothek speichern. Okay. So, du hast einen Haushalt gespeichert, Aiden Croft.
Objektdetails anzeigen. Alle Benachrichtigungen automatisch. Kann ich jetzt weitergehen? Spielen. Gut. Klicke das Section, um zu spielen. So, dann bin ich ja mal gespannt. Schon 10 Minuten nur im Tutorial oder beim Sims erstellen gehabt. Einziehen! Deine Sims brauchen einen Ort zum Leben. Zum Glück haben wir ein paar perfekte Möglichkeiten für dich im Willow Creek und Oasis Springs parat. Das von dir gewählte Zuhause verfügt über einzigartige Nachbarn und Aktivitäten, aber du kannst auch jederzeit beliebige andere Welten in die Sims 4 besuchen oder beziehen. Oasis Springs, Willow Creek, das ist mehr Wüste mit Dinos. So, ich möchte aber erstmal hier Willow Creek hin. Oh, sieht doch nett aus. Dieses Grundstück kannst du dir nicht leisten. Sims können nicht auf hohen Grundstücken wohnen. So, Zauberhütte. Hüttenzauber. 2500. 5500. 2000. Ich würde mal sagen, ich habe nur 20.000 haben. Ziehen wir erstmal hier ein. Die Familie Croft Haushalt zieht um. Könnte dies der perfekte, das perfekte Zuhause sein? Wir werden es sehen. Neue Futures zu bieten. Bevor wir uns damit genau beschäftigen, müssen wir die Grundlagen abdecken. Zuerst sehen wir uns schnell mal an, wie du deine Sims steuerst. Zoome, bewege das Mausrad. Jut. Drehen, halte die rechte Maustaste gedrückt, bewege die Maus. Okay. Kamera bewegen, halte die linke Maustaste gedrückt, bewege die Kamera. Gut. Kamera ändern, wenn dir die Standardkamerasteuerung nicht zusagt, kannst du die mit Steuerung, Shift, Kamera fokussieren, es ist ganz leicht, drück einfach da drauf. Kameraverfolgung, du kannst einen Sim mit der Kamera verfolgen, indem du das Porträt des gewünschten anklickst. Habe ich doch gerade. So, Zeitsteuerung. Pausieren kannst du das Spiel pausieren, Beschleunigung, alles klar. Aktionswarteschlange, ja, das wissen wir auch. Im Internet surfen, okay. So, mit Gefühlen spielen. Sims können eine ganze Reihe verschiedener Gefühle haben, die ihr Leben im kleinen, aber auch im großen Stil verändern. Dein Sims wird nun inspiriert sein, damit du siehst, wie die Gefühle funktionieren. Danach bist du für das Gefühlsleben zuständig. Emotionen, wir geben deinem Sim die Stimmung inspiriert, damit er inspiriert wird. Mit diesem Gefühl können deine Sims besser kreative Tätigkeiten nachgehen. Dein Sim ist jetzt inspiriert, fahre über das Gefühl, um mehr darüber zu erhalten. Wo ist das denn? Ach da. Verspürt einen plötzlichen Inspirationsschub. Inspiriert für 3 Stunden. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wo ist unser Zuhause? Oder müssen wir noch bauen? Willkommen im Baumodus von The Sims 4, der leistungsstärker und leichter zu bedienen ist als je zuvor. Mit ein bisschen Unterstützung wirst du in kürzester Zeit fantastische Häuser bauen. So, Traumhaus Limonium. Okay, im Moment brauchen wir natürlich erstmal nur Moment. Erstmal ein paar Wände ziehen.
Pflanze. Tür rein. Hier natürlich auch. Hier hält machen wir das Badezimmer hin. So, dann haben wir hier Schlafzimmer, Badezimmer. Und hier noch Wohnung. Küche. So. Setzen, den Herd daneben, die Spüle daneben, die Lampe oben drüber. So. Ah, die Tür. Den jetzt eigentlich gehabt. Jetzt aber. So, was haben wir da? Da haben wir überall. So. Einrichtung auch nach Funktion einkaufen. So, genau das, da wollte ich hin. So, wir brauchen erstmal ein Bett. Wie war das denn mit dem Drehen hier? Die Teile konntest du früher irgendwie drehen. Ah, da. Sehr gut. Bett. Was haben wir denn da noch? Schrank. Jetzt mal. So. Dann tun wir da hin. Ein Nachttischschränkchen hier. Ja, haben wir. Da eins hin. Hier auf die Seite auch eins hin. Zimmer bauen. Es gibt. Ich bin doch Zimmer am Bauen.
250, 365. Boah, ich bin ja. Okay. Toilette. Irgendwie, glaube ich, habe ich die Zimmer arschgroß gemacht. Sag ja schon leer, sanitär. So. Den mal dahin. Gut. Dann jetzt was fürs Wohnzimmer. Komfort. Nö, das ist es nicht. Ach da, Sofas. Erstmal ein Zweisitzer. Erstmal was F. Was Schäbiges. Ah, tun wir mal da hin. So. Was haben wir denn hier? Verschiedenes. Nein. Nee, alle zeigen wollte ich jetzt nicht. Elektronik, da wollte ich hin. So. Ach, kannst du den nicht an die Wand hängen? Okay, da müssen wir erst noch. Aktivitäten, das ist bitte. Oberflächen. So. Theken. Schränke. Kaffeetische. Esszimmertische. Wir nehmen den hier. Den tun wir jetzt hier hin. So. Elektronik, unseren Fernseher da drauf. So. So rum. Gut. Oberfläche nochmal. Schreibtische. Erstmal in diesen hier. So. Haben wir auch Stühle hier eigentlich? Komfort. Ah. So. Einmal den dahin. Viermal. Jetzt müssen wir nochmal zurück zu den Oberflächen. Kaffeetisch, Esszimmertisch hier. Wieso geht der nur in eine Richtung?
das. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar elektronische Geräte. Was haben wir denn? Apparate? Erde haben wir ja. Mikro-Küchengeräte. So, Kaffeemaschine. Mikro. Was ist das denn? Ach, draußen kochen. Okay. Taken. Das müsste doch die Sand sein, ne? Die sieht doch so ähnlich aus. So. Ah, eine andere Farbe. Egal. Sanitär. So. Wir brauchen nämlich noch ein Waschbecken für in der Küche. Zack. Dann brauchen wir noch einen PC. Respektabler Mitteldesktop-PC. Slow-Motion-PC. Ja, geil. Das Sublet. Ja, jawohl. Den noch hier hin. So, jetzt kann er ja eigentlich einziehen. So. Ah, halt, stopp, wir haben die Türen vergessen. Du kommst ja noch ja nicht rein hier. Lagerung. Okay. Türen. So. Wir machen einen Eingangsbereich. Hier. So. Hier machen wir noch eine Tür und hier ebenso. Jetzt kann er auch nach Hause gehen. Dein Sims ist jetzt inspiriert. Ja, das wissen wir ja. Die Launen Sims gründet auf seinen Aktien zum Launen sind die Wünsche und deiner Sims. So. Kochsendung für Ideen schauen. Okay. Geh doch mal Fernsehen gucken. Jetzt hat er dann etwas Pflanzen, weil er inspiriert ist. Weil er ein Genießer ist. Okay. Weil familienbewusst ist. Spielzeug kaufen. So, oi, 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 wer bist du denn, Madame? Komm, ab hinterher. Die Katharina wartet schon. Du musst ja auch ein paar Leute kennenlernen, ne? Lockere Unterhaltung. So. Interessen reden wir auch noch ein bisschen. Squaz Nelcher, Lanji Chilo, Plinze Shard, Yakilo Brugi, Playun Zaruga. Ich muss erstmal hier die Katharina klar machen. Robi Physik, Fazub. Schunik Laba Arbe, Muma, Jade. Barbie taxi watsu, pato, bade, bikoya slam, wadida, abrupt banarla, fuibak dutsu o, dull bay, chip, quips drift swing, and a. Granif sinose. Hat die Comedy-Fähigkeit erworben, aha. Otanabi, piff
Fetal Dimpish. Rugi Payun. So, was können wir noch? Willst du über Sunset Valley erzählen? Na gut, komm, du hast ja gerade die Comedy-Fähigkeit gekriegt. Sturm Garsha Thark, Thark Thark, Itak, Thark. Oh, Yumba, Fumu, Quazaru, Jongi, Jarb. So, an dieser Stelle beenden wir aber die Folge. Ich bedanke mich für euer Dabeisein bei den Sims 4 hier auf Aidencroft TV. Wünsche euch viel Spaß mit dem übrigen weiteren Programm auf Aidencroft TV und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Arrivederci, winke winke, goodbye, euer Aidencroft. Ach ja, ihr wisst ja, ein Like da lassen, einen Kommentar geben oder abonnieren.